Mit dieser wunderschönen Perle darf ich euch heute ein weiteres Mal bei World of Warships begrüßen. Die Tierpets, was soll man dazu noch sagen? Kommt bei euch fantastisch an. Und bei mir ebenfalls, weil, warum? Hat ganz banale Gründe. Die Tierpets ist ein Schlachtschiff, das sich so hybridmäßig spielt. Also es ist so ein bisschen gefühlt so ein kleines Gefühl zwischen Kreuzer und Schlachtschiff. Und ganz einfach aufgrund dessen finde ich das Ding so cool, weil ich selber bin ja bekennender Kreuzerfahrer. Das ist ja für die meisten von euch nichts Neues mehr. Und dementsprechend kommt mir die Tierpitz da sehr gelegen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen. Top-Tier sind wir schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal eine feine Nummer. Und ja, mal gucken. Ich fahre mal Richtung A, das ist so der Plan. Ich habe die Tierpets eigentlich nicht vor, so passiv zu spielen, wie sie gerne gespielt wird. Also ich finde, Schlachtschiffe können auch ruhig mal nach vorne. Also nur hinten rumstehen, ist nicht meins. Will aber da jetzt keinen beleidigen, keinen dissen, keinen irgendwo krämen. Jeder soll so spielen, wie er spielen will. So. Sorry, kleine Störung in der Aufnahme gehabt, aber tut er keinem Abbruch dem Ganzen. Wir fahren jetzt hier einfach mal voraus. Und hoffentlich bekomme ich da jetzt was. Irgendwann mal die Flinte. Da ist doch endlich was. Auch wenn es noch weit weg ist. Die Klive. Schieß mal da einfach schon mal drauf. Lieber zu viel Schuss verschießen als zu wenig. Ist ja nicht so, als ob es schlecht wird. Geht schon gut weg. Was mit der Penze? Ah, das iPhone 6S Plus. Ja, da ist jemand wohl ein großer Apple-Fan, wenn ich mir den als Nickname schon den Produktnamen gebe. Auch nicht schlecht. Ah, da ist schon im Prinzip aber schon ganz schön viel. Heidanei. Ja, da ist unglaublich viel. Da ist eine Atago, die wird schön. Gute Distanz. Geht jetzt zu. Ärgerlich. Muss ich halt auf dich gehen. Aber jetzt will ich da mal ein bisschen wegdrehen. Ich will jetzt nicht so in die anderen alle reinfahren. Na, die ging ein bisschen daneben, schade. Weil, schaut's mal, was da an Gegnern ist. Das ist unglaublich viel. Also das ist hier gleich die Hauptarmada, um die sich jetzt auch gekümmert werden muss. Und die Torpedos sind natürlich auch so die, die ich jetzt nicht unbedingt als erste spüren muss. Die langsame Warspite würde ich gern gehen. Ach, wie langsam sie halt ist. Langsamer als eine Schnecke. Das ist der Slogan von dem Schiff wahrscheinlich. Sie ist so langsam. Sie ist so unglaublich langsam.
schieß mal dann nochmal hin. So, da er jetzt die Tirpitz schießt er jetzt auf uns. Du bist aber ein Frechdachs. iPhone 6S Plus. Boah, hat der gestoppt? Hat so ausgesehen, gell? Nein! Oh, 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 oh. Da die Atago, da die Atago, da die Atago. Lad nach, lad nach, lad nach. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Zu wenig! Viel zu wenig! Oh, ärgerlich. Fährt so perfekt. Dreh, 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 weiter, dreh, weiter, dreh, weiter, dreh, weiter, dreh, weiter. Ich glaube, der dreht genau. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 10.000er Hit! Wupp, wupp! Genau so wollte ich das, dass er sich dreht. So sollte es sein. So war es gewollt. Da hinten die Warspite nochmal. Probieren wir doch noch einmal aus. Also tendenziell von der Geschwindigkeit diesmal schon besser. Hat man ja auch gesehen. Schon mal wieder ein 10.000er. Aber noch ein bisschen weiter links, weil es einfach so unglaublich langsam ist. Das ist so Wahnsinn, das Schiff. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Och, drei Treffer, aber... nichts Gravierendes. Schade. Ja, aufpassen. Insel. Insel und ich ist ja so ein Endlos-Thema. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh, Wasser. Cleveland auf mich. Ernsthaft? Na gut, wenn du so mutig bist. Ich brauche Feuerunterstützung. Schauen wir mal, wie du mit dem Gegenschlag zurechtkommst. Mit so einer 16.000er Schelle. So, jetzt reparieren wir mal. Kein so ein schönes Ziel gerade. Ich weite auf die Warspite. Auch wenn die gefühlt gerade weniger tut, aber die kann auch noch eine Schelle auspacken. Unser Team hat die Führung übernommen. Und bisher läuft es so gut. Jetzt muss ich warten, jetzt dreht sie nämlich gerade so doof. Von hinten? Abturm, kritisch beschädigt. Na, nicht genug Schaden gemacht. Aber es ist einfach ein tolles Schiff, da kann man sagen, was man will. Einer trifft, könnte schon langen. Ja. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Okay,
gegnerischen Schlachtschiff versenkt. Das ist doch fein. So, und jetzt drehe ich hier rüber. Und gehe mal hier wieder auf die Gegner hier so drauf. Weil langsam läuft die Runde ja auch aus. Unser Sieg ist in Sicht. Und ja, der Sprecher sagt, und das ist genau richtig, unser Sieg ist in der Tat in Sicht. Alle Stationen, Vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Und dementsprechend, weil der natürlich vollkommen recht hat, will ich da mich noch ein bisschen austoben. Oh, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Dicke Sorry. Alle Kräfte, benötige Deckungsfeuer. Wow, wow, wow. Was passiert denn da mit der Nagato? Ah, der war nicht viel. Oh, das ist Palpatine. So, schießt du auf mich, schieße ich auf dich. Und nicht dein Ernst. Oh, was ein fieser Hit. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die Amagi würde weggehen. Im Sinne von schon zerstört. Deswegen hatte ich jetzt nicht auf die geschossen. Aber jetzt sollte die Aoba wenigstens mal zerstört werden. So ist es. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Gegnerischer Kreuzer gesunken. So, jetzt fahren wir mal auf die Tirpitz drauf. Und ich schieße aber die hier so drüben an. Weil... Wow. Eieieiei. Okay. Höhlenbruch. Wasser dringt schnell ein. Wasser dringt schnell ein. Höhlenbruch. Aber wir sinken nicht. Wir sinken nicht, meine Damen und Herren. Da kenne ich nämlich gar nichts. So, die Tirpitz schaut gar nicht auf uns. Das ist ja schön. Jetzt guckt sie auf uns. Deswegen, jetzt muss ich mich so reindrehen, dass ich ihr nur den Bug zeige. Keine Seite ihr bieten. Den Winkel. Ja, genau so. Ganz genau, das war der Wunsch. Oh. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Zwei Hits, nochmal. Oh ja, nochmal ein schöner. Tickets sind gerade noch ein bisschen runtergekommen. Ist halt auch nicht so leicht, die zu zitadellen. Aber da nochmal ein guter Hit. Kann nochmal reparieren. Aber jetzt ist es leider gleich rum. Und die Runde geht zu Ende. Ja. Aber da war doch einiges an Schaden dabei. 308.000 Credits. 3.300 XP. 166 freie Erfahrung. Wir sind mit 1.470 auf den vierten Platz gerutscht und haben gemacht 85.000 Schaden. Eine vernünftige Runde mit der Tirpitz, wofür es dann am Ende 220.000 Credits gibt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Tirpitz, ein wunderschönes Schiff. Ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder zu, wenn ich spiele, euer Alcaramba. Tschüssi und bis bald.